9 Spiele am Stück ohne Niederlage für die SG Essen Schönebeck. Die sind richtig gut drauf und aktuell Dritter in der Frauenbundesliga. Heute zu Gast beim SC Sand und zwar mit Ersatzkeeperin Lisa Klostermann. Die muss Kim Sindermann vertreten, die laboriert an einer Kreuzbandverletzung. Erste Halbzeit und die Weißen Essenerinnen, die bessere Mannschaft. Hier die erste Möglichkeit, Ramona Petzelberger. Aber Carina Schlüter im Sander Tor ist da. Das war bereits in der 3. Minute. Eckschuss dann durch die Kapitänin Manju Wilde. Und in der Mitte ist es Lea Schüller. Super Kopfball, da waren dann schon 40 Minuten gespielt. Und da war dann nichts mehr zu halten für Carina Schlüter. Das 12. Saisontor für die deutsche Nationalspielerin, die sich hier hochschraubt, in der Luft steht und der Keeperin keine Chance lässt. Noch vor der Pause, kurz vor dem Pausenpfiff, der nächste Vorstoß der Essenerinnen von Sand. Nichts zu sehen im ersten Durchgang. Wieder ist es Lea Schüller und die Latte rettet für den SC Sand. In der Zeitlupe sehen wir, dass da auch noch Laura Vetterlein mit dabei war, blockt diesen Ball entscheidend noch ab. Nichts zu sehen von Sascha Glass und dem SC Sand im ersten Durchgang. Aber die Halbzeitansprache, die muss es in sich gehabt haben. Denn die zweiten 45 Minuten starteten stark für den SC Sand. Dieser tolle Freistoß von Laura Vetterlein wird allerdings pariert von Lisa Klostermann. Super Flugeinlage, aber auch ein wirklich toll geschossener Freistoß. Die anschließende Ecke von Prohaska und am zweiten Pfosten Georgieva. Aber die Torschützin zum 1-0. Die blockt ab, wie wir in der Zeitlupe sehen. Lea Schüller steht hier im Schussweg. Daniel Kraus, Essenerinnen, nicht mehr präsent in der zweiten Halbzeit. Nur noch defensiv gefordert, nach vorne ging gar nichts mehr. Gute Stunde jetzt rum und wieder der SC Sand über die eingewechselte Pinter. Die sucht jemanden in der Mitte, findet erstmal keinen. Trotzdem kommt der Ball zu Blagojevic, Klostermann und Nikolic. Stochert nochmal nach, aber dann haben sie es, die Essenerinnen. Wir sehen hier den einzigen kleinen Fehler von Lisa Klostermann. Hat den Ball eigentlich schon sicher, lässt ihn dann fallen. Aber Brüggemann bereinigt das für ihre Schlussfrau. 70. Minute. Nur Sand in der zweiten Halbzeit. Nikolic, was für ein Ball für Letizia Santos. Santos, minimal über den Kasten. Zentimeter fehlen da der Brasilianerin. Daumen nach oben für diesen Sensationspass von Nikolic aus dem Fußgelenk. Die Ballmitnahme ist auch fantastisch und dann ist es einfach nur Pech. Nach 76 Minuten der erste Vorstoß in der zweiten Halbzeit der Gäste. Ostermeier, super Flanke und da ist Petzelberger, der Pfosten bewahrt den SC Sand vor der Vorentscheidung in dieser Partie. Toller Kopfball von Ramona Petzelberger. Nachspielzeit jetzt schon, diese Szene, Foulspiel im Strafraum an Petzelberger, Elfmeter und die Gefaulte tritt selbst an, das sollte man ja nicht machen, nach dem guten alten Spruch und er bewahrheitet sich, sie verschießt, toll gehalten von Carina Schlüter, kurz vor Ende dieser Partie, änderte nichts mehr am Sieg für die SG Essen Schönebeck, der aufgrund der zweiten Halbzeit dann doch etwas glücklich war, allerdings jetzt 10 Spiele am Stück ohne Niederlage für Essen, Hut ab.